Du es. 3, 2, 1. Warte, Moment, nochmal stopp! Digga! Mittendrin. 1. Was geht? Meine Freunde, zur mittlerweile 10. Staffel Craft Tag. Ich kann's kaum glauben, Leute, wir haben Jubiläum. Ja, ich wollte nur sagen, dass ich habe auf den Schrei gewartet, weil das gehört zur Grafik dazu. Ist ein bisschen Eskalation mit drin. Es wird gebaut auf Kuben. Sie werden hoffentlich noch für den Rest des Jahres hier und vielleicht sogar noch länger mega Spaß haben. Die World Border geht gleich auf. Jeder kann schon mal loslegen, sich ein Grundstück suchen. Wie immer, schlagt euch nicht die Köpfe ein. Und ja, mehr habe ich eigentlich auch nicht zu sagen. Let's go. Okay, auf viel geht's. Spaß, alle. So, rüber in Discord. Hey, alles klar, ne, man sieht sich dann. Oh, Leute, ja, Spaß. Wir nie wieder mit euch. Sound muted. Okay, wir fliegen hinterher. Hallo? In welche Richtung? Kann man nicht hören. Hallo! Yo. Yo! Ey, Richtung Norden wird so voll sein, Jungs. Das ist scheiße. Ich glaube, also hier ist geiles Plains-Biom und so, aber ich glaube, das wird zu voll sein. Lass uns direkt eine Ecke suchen, wo weniger los ist. Ja, ich bin Nordosten. Nordosten ist ein normaler Forest und auch so ein bisschen Schnee. Ich sehe einen vor mir. Aber es waren richtig viele im Norden. Ich bin jetzt hier so bei 900, 400 in etwa. Da ist ein Plains-Biom ein großes. Ein sehr, sehr großes. Und das war schon recht weit weg, oder? Ja, davor ist halt so ein Wald noch. Den kann man eh auch noch mitnehmen. Also ich habe auch ehrlich gesagt gar kein Problem, wenn wir ein bisschen fernab von allem sind. Leckt's weniger. Dahinter ist dann nochmal ein Ozean, glaube ich, und da ist noch ein bisschen Sand, so beachmäßig. Plains klingt auf jeden Fall mal das okay. Also das klingt halt mal chilliger. Ja, sonst. So. Nö, aber ich glaube, hier hat man viele Möglichkeiten. Bist du am Start für Raid heute, Beni? Wie Raid? Wollt ihr Totems? Direkt ersten spielen, oder was? Wird gerne, also so schnell wie möglich Totems eigentlich haben. Ja, also ich wäre im Prinzip down. Boah, das wäre halt ultra geil, wenn wir das ganze Ding hier so haben können. Ich gebe dir, ich gebe dir ein paar Schilder. Aber warum seid ihr nicht in dem Wald so geblieben, bei so 900 und 800? Ja, wir können den Wald auch mitklemmen. Was soll's? Weil die haben wir auch ein Meer, wenn wir da mit dem Boot fahren wollen, wenn wir irgendwie Village suchen wollen oder so, auch easy. Warte mal, 400 und 1000? Nein, genau andersrum, ne? Genau andersrum. Digga, bin ich dumm? Was ist denn mit mir los? Ja, alles klar. Also ich kann mir zwei Zahlen nicht merken. Hast du gestern auch im Kopf dabei, ein bisschen zu viele Fische da. Ich glaube, das ist hier schon das Beste, was wir machen können. Denke ich auch. Ah, Basti, ich sehe dich, ich bin da dir. Ich würde dir auch noch Schild aufstellen, glaube ich. Oh, guck mal, Rune Portal. Ja, hallo? Wollen wir nicht denn auch den Wald, der rechts davon ist, unten auch nochmal mitnehmen? Ja, da wollte ich jetzt mit dem Boot noch mit dir hinfahren, weil der ist ziemlich geil da unten. Den können wir auch noch mitnehmen, glaube ich. Oh, hier ist Murotox. Dann hau den weg! Zeig dir mal coole Leute! Klatsch den um! Komm, lass den ausklippen. Direkt zu schreiben, Murotox, suchst du was? Also, Junge, kann man dir helfen? What the fuck? Ja. Okay, ja, safe, wir bleiben hier. 100% bleiben wir hier. What the fuck? Junge. Das ist krank. Halt legit, die ist ultra geil. Das ist krank. Es fängt an zu laggen, ne? Ehrlich? Ja. 1500 TPS. Sollten wir mal ein Dorf suchen direkt eigentlich? Ja, ne? Ja, wenn nicht, können wir auch direkt zombifizieren, meinetwegen. Na, wegen Raid auch mal nicht, ne? Digga, Urotox hat immer weiter nach außen geschickt. Ich fahr jetzt übers Meer und stelle auf jede Insel aber auch noch so Schilder auf. Egal, wo der hinfährt, alles ist schon voll. Oh. Alter, wie du stirbst durch einen Eisbären, was ist jetzt los? Ich hab einen Atlantis gefunden, bei uns an der Küste. Ocean Monument? Ja. Da kommt eine Farm hin. Claim. Claim direkt. Ich glaube, dann würde ich so ab dem Eisberg bis zu einem Spruce runter, so das Ding. Ist das irgendwie Grenze? Alter, das ist insane riesig dann, what the fuck. Habt ihr schon irgendwas vor? Hey, ist noch ein Ocean Monument, what the fuck? Okay, also für die Farm haben wir kein Problem. Das muss sehr selten sein, wenn zwei Monumente sind. Das sind drei einfach. Wollen wir ganz kurz klären, wer was am besten nimmt? Also ich glaube, ich sehe mich so ein bisschen bei dieser Bucht. Welche ist das? Ja. Die mit diesem Steinstrich durch diesen See dort. Ja, ah, okay. Check. Mhm. Habt ihr ein Bett? Nee. Kann man's craften gleich, ja. Boah, oh mein Gott, legendärer Moment. Neun Leute. Ist so das erste Liege-Wie? Ist so das erste Liege-Wie. Mariole. Das erste Liege-Wie. Jungs, ihr müsst ich mach meins dazu. Ich hätte eins, aber ich liege nicht. Boah. Alter. Das ist schon eine Machtdemonstration. Erste Liege GG. Dieses Jahr. GG. GG, Mann. Ich weiß nicht, ob es der erste Eisberg ist, aber dass der Eisberg oder ein Eisberg Hugo nimmt anscheinend, der mal wieder sich an Österreich probieren möchte. Hat er echt gesagt, glaube ich, anscheinend. Oh nein. Und das ist halt direkt der Eisberg nördlich von dir, Heiko. Okay, ja. GG. Ja, bist am Arsch, ne? Ich finde halt wirklich gar nichts, ich bin super weit weg schon, ne? Warum sind eigentlich alle wieder so im Geogäste-Hype jetzt auf einmal? Der Geografie cool ist. Ja, das ist richtig, aber kam auch nur wieder. Groß gemacht hat. Ah, Basti hat Geografie erfunden. Lass mal Geogäste gegeneinander spielen, Basti, aber nur in Wien, okay? Jo. Geil.
War nur Fußballstadion wieder. Let's go. Wir haben ein Dorf gefunden. Also war echt cool. Let's go. Ich hab direkt zwei fette Dörfer nebeneinander, by the way. Nice. Das sind drei direkt nebeneinander, Bastian. Also das eine ist und dann, wenn du noch weiter in die Richtung fährst, dann sind nochmal zwei direkt nebeneinander. Aber ist das voll selten, wenn die so nah beieinander sind? Was ist für ein Inside-Joke? Warum sagt ihr das die ganze Zeit alle? Habt ihr das auch schon gesagt, oder was? Ja! Natürlich! Okay. Oh. Was habe ich verpasst? Craftec 9 habe ich Heiko und Stegi halt super begeistert. Der hat uns geweckt. Erzählt. Der hat uns fast geweckt dafür, ne? Der hat wirklich so. Der hat einfach so gesagt, es gibt so eine krasse. Achso, war das in seltene Sachen oder was? Nein, ich habe zwei Ocean Monumente, die waren halt so 30, 40 Blöcke voneinander entfernt, nebeneinander gefunden. Ich habe gedacht, das wäre ultra krass. Achso, okay. Hab ich so gesagt. Aber es ist halt eigentlich sehr wahrscheinlich, dass halt Ocean Monumente nebeneinander spawnen. Seitdem muss ich das anhören. Ich denke mir schon die ganze Zeit, was hast du mit aus? Warum sagt ihr das alle? Ich laufe hier einfach weiter rum und schaue, ob ich hier noch irgendwas Spannendes finde oder so. Ja, ich finde das Biom, also bei diesen Dörfern hier ist auch super sick. Wenn das irgendwie im Spawn wäre, würde ich da auch bauen. Wenn Veni und ich jetzt die Villager, ne, unsere Start-Villager, ne, ihr seid uns schon dankbar, dass wir das jetzt hier machen. Ja, klar. Oh, ja, ja, wirklich. Ist das denn sehr weit? Das ist ultra. Ja, so 4000 Blöcke. Übertrieben anstrengend. Veni und ich müssen die ganze Zeit Workstations. Oh Mann, ey, ihr tut mir aber auch leid, aber ich glaube, ihr kriegt das hin. Das ist mein Kumpel jetzt. Ein Farmer. Ich nehme so einen Arbeitslosen, den bilde ich dann aus. Und über den Fluss gibt es eine Verbindung, oder was? Ja. Ja, fahr du mal vor. Ja, ich schau mal, ne? Vorhin nicht so, ja, fahr du mal vor, aber sobald du dich einmal falsch abgebogen bist, bin ich so flame. Du hast dir das alles angeschaut, Mann. Also, du willst halt irgendwie dann so... Hey, Bro, ich... Heiko, was ist denn los? Drück den Knopf dann. Oh. G, hast du's drauf? Ey. Ich hab's selber drauf. Was will eigentlich Revi von mir? Reichweite. lass ich im Video, oder? Das ist egal, lass ich drin, schneid rein. Bist du noch hinter mir? Nö, ich hab geschlafen. Ach so, hä? Auf dem Ozean oder wie? Ja. Okay. Wasserbild. Hast du die Sugarcanes angepflanzt bei dir? Ist das dort, wo du bauen willst? Okay, ich bin genau dort nämlich jetzt gerade. Willst du die unterirdisch machen oder so? Wie machen wir die? Würde ich erstmal sagen und dann locken wir die da halt immer wieder raus. Ja, dann mache ich hier so ein Hotel, ne? Ja, also wenn du irgendwo Schafe siehst, kannst du schon mal mit einer Schere noch mal ein paar Betten holen und dann... So, Basti. Steht. Der Kollege hat ein Zuhause. Bro, das ist der anstrengendste Villager aller Zeiten. Was machst du denn mit dem? Wo bist du? Guck ihn dir an! Ah ja, Herbert, warum fährst du nicht mit dem Boot mit dem? Wenn er halt manchmal Stufen laufen muss, dann. Also ich hätte den einfach, ich bin den Fluss entlang gefahren und hier unten beim Zuckerrohr einfach ran und hab den direkt dort angebuddelt. Oh. Gib mir das. Bro. Oh Gott, jetzt wird's. Oh, scheiße. Warte, ich verfolge den mal. Da geht er jetzt pennen, ne? Kann ich den mit dem Bett baiten? Möchte ich das abbauen wieder? Geht das? Ja, aber... Warte mal. Warte, ich will den... Warte. Er ist eingebaut. Ja, aber ansonsten lass den mal... ich kann ihn mit dem Bett einfach rüberbaiten, oder? In die Base. Du, da kommt noch mehr, Alter. Ich hoffe, wir pennen jetzt. Ich glaube, es schlafen nicht genug. Oh, ich werde abgeschossen. Habt ihr schon Villager jetzt? Ja. Wir haben zwei Villager. Boah, geil. Bro, ey... Er trifft dich. Einer. Dieses Skelett. Digga. Es trifft dich nicht. Es ist Sack hinter der Kiste. Es sieht so dämlich aus. Einmal mit dem Boot rüber jetzt, oder? Das geht ja am besten. Ja, kommst du sogar genau hin. Easy. Wir können unsere Betten erstmal hinten stellen, ne? Wir können, also einmal breeden können wir schon instant. Gibt's mittlerweile, mit der 1.19 gibt's sicher noch mehr abgefuckte Farmen, oder? Ja. So. Erinnerst du dich an die Baumfarm, die ich damals gebaut habe? Diese Netherbaumfarm? Ich will irgendwie sowas equally fucked up bauen für irgendwas mit den neuen Sachen. Na super. Ey, das ist sehr erfolgreich für die erste Aufnahme. Lass deinen Like da! Ach, Brote hinwerfen war das. Ja, das sieht doch gut aus. Ich glaube, der eine liebt den anderen mehr. Ist noch ein bisschen einseitig hier gerade. Ah, wir haben ein Baby. Kann man den wachsen lassen, den kleinen Bildschirm, wenn man den großen aufnehmen? Puh, ich bin schon wieder tot. Nee, hör doch auf. Heiko! Ey, Mann! Wer sind eigentlich die Leute, die neu dazugekommen sind? Sascha und Isa. Bergmann, Kedos. Ja, Bergmann, Kedos. Urotox. Pumi. Theoretisch. Was ist das? Rohat. Abogoko. Seidenberg. Rätsmann, genau. Ah ja, genau. True. Alright, ich glaube, ich werde mich verabschieden so langsam für heute. Ihr macht am Samstag direkt 12 Stunden wahrscheinlich, ne? Ah ja? Ja, also um 12 Uhr sind wir. Ja, ich caste Valorant-Finale. Bin nicht da, Pog. Boah. Machen wir doch auch. Baut nicht alles schon fertig am ersten Tag, bitte. Damit ich auch noch was machen kann. Boah, gucken wir mal. Ich verpasse jedes Jahr den Start bei Crafter. Das ist so bitter. Aber wir werden auch länger als den Start spielen. Ja, safe, also. Das weiß ich eh. Aber ich muss halt schauen, dass ich halt den Anschluss nicht verliere, weil sonst ist halt Motivation wieder. Nein, ich werde schauen. Also, keine Ahnung, November als letzter Zivildienstmonat und nach dem zweiten Novemberwochenende bin ich erstmal mit allen Jobs und E-Sports und so weiter erstmal fertig, was ansteht und dann
soll ich Zeit haben. Arbeitslos. Dann arbeitslos, genau. Let's go. Nein, es wird geil. Ich freue mich voll auf die Staffel. Ich glaube, das wird sehr sick. Ich habe auch denke, Bock. Wir werden sehr viel Spaß haben. Ja gut, ich werde jetzt noch ein bisschen hier rumlaufen und so und mal kurz noch überlegen wegen Grundstück oder irgendwas für die Aufnahmen machen oder so. Aber ich verabschiede mich mal schon mal, ne? Okay. Mach's gut, Leni. War schön. Ciao, ciao, ciao. Bis die Tage, Jungs. Ciao, ciao. Ciao, 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 ciao. Fazit, wir haben ein sehr cooles Grundstück. Bin ich sehr happy drüber. Wir haben schon Villager, haben wir auch schon einiges geschafft. Und ich weiß auch schon circa, wo ich bauen wollen würde, aber noch nicht genau was. Also das ist jetzt auch so ein Ding, da könnt ihr mir jetzt gerne... Achso, ja genau, ich hab überhaupt noch gar nichts über Craftex so erzählt, was mein Plan ist. Wie bereits erwähnt, ich werde den Startstream verpassen. Also sprich, am 29., wo es losgeht, bin ich nicht da. Da bin ich in Graz und caste Valorant 1 Finale. Und das Wochenende drauf bin ich auch nochmal in Graz für das Red Bull Campus Clutch Valorant Finale. Also sprich, ich werde leider die ersten Wochenende ein bisschen versäumen, was das angeht. Aber ich werde dann schauen, dass es natürlich geht. Ich habe immer noch Zivildienst im November, aber andere Projekte wie Charity Royale und sowas sind abgeschlossen. Das heißt, ich habe sehr viel Zeit eigentlich, sehr viel mehr Zeit eigentlich, um das jetzt hier zu streamen. Und ich habe auch richtig Bock drauf, wie bereits erwähnt. Ich weiß nur noch nicht ganz genau, was ich baue. Ich habe überlegt, Valorant-Map zu bauen, aber irgendwie ergibt sich das hier nirgends, glaube ich. Also finde ich auch, dass das nicht passt. Ich finde aber das hier eigentlich ganz nice, hier zu bauen. Aber dazu gleich, wegen Uploads. Mein Plan wäre, dass, wenn ich genug streamen kann, ich dreimal die Woche auf dem Veni-Kanal hochlade. Sprich, auf dem Kanal, wo eigentlich die ganze Zeit nichts kam. Aber ich will dort die Minecraft-Videos hochladen, weil es einfach, finde ich, von der Erzählung zusammenpasst und gerade ist auch so ein bisschen die Meta mit YouTube und allem drum und dran ja auch viel auf Shorts und ich glaube, ich würde einfach auf dem Zweitkanal halt dann Shorts hochladen. Da kann es dann mal sein, dass auch mal 5 Videos am Tag kommen, die halt alle nur 30 Sekunden dauern oder so, mit so Highlight-Clips aus dem Stream und die richtigen Folgen, wo man halt so Progress sieht, so Craft-Attack-Highlights, wie ich es immer gemacht habe oder auch mal so Content-Folgen, wo ich sowas wie einen Veni-Gin wieder mache oder das mache ich jetzt alle mit Twitter, also dass die Leute einfach sagen, das, was am meisten geliked wird, machen die dann. Sowas in die Richtung kann man auf jeden Fall auch noch dann machen und dann eben dreimal sowas, dreimal die Woche wäre das Ziel. Ich weiß nicht, ob ich es immer schaffen werde, wahrscheinlich eher nicht. Das auf dem Veni-Kanal hochzuladen und auf dem zweiten Kanal, auf dem Veni-Vidi-Vici-Kanal kommen dann einfach die Shorts von irgendwelchen Highlight-Momenten und ganz normal andere Videos, also so, keine Ahnung, irgendwelche Reactions, Valorant-Gameplays oder was weiß ich, ja. Ja, und wegen Bauen könnt ihr mir jetzt halt schon gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr darüber denkt, was ich hier bauen sollte oder was ich bauen kann, weil es gibt hier viele Possibilities. Ich sehe einmal hier drüben bei dem Rune Portal, das ist hier so generell so sehr flaches Gebiet, da kann ich einiges bauen. Dort vorne könnte ich irgendwie hafenmäßig was machen, ihr habt es eh auf der Map gesehen. Ich finde diese Höhle absurd geil, also wirklich absurd geil. Ich habe jetzt halt Fullbright drin, also deswegen sieht das jetzt halt alles sehr hell aus, aber ich glaube mit dem Shader und so weiter, ist geisteskrank, wie das hier aussehen könnte. Und wie gesagt, da kann ich mir sowas vorstellen, weil das auch schon so ein bisschen so vorgestellt ist hier mit diesen Säulen. Ist halt sehr kompliziert zum Bauen, da werde ich oft sterben, glaube ich. Aber dass man praktisch hat, so irgendwelche Ketten runterhängen und da hängen dann so Steinhütten dran und ich baue das so an die Decke und alles. Also, keine Ahnung, da könnt ihr mir gerne so auch noch Vorschläge reinschreiben, was ich machen soll. Aber das ist so das Erste, was ich da im Kopf hatte. Das Zweite wäre halt, und das kann man ja auch kombinieren, dass ich dann eine Overground und eine Underground Base habe, so, oder dass man das irgendwie auch kombiniert vom Eingang her. Ich weiß auch gar nicht, ich habe noch nicht geschaut, ob von hier irgendwie in diese Höhle runter ein Weg führt. Vielleicht gibt es ja da auch einen Wassertunnel oder so, der reingeht, weil das ist ja direkt anliegend hier. Habe ich noch gar nicht gecheckt tatsächlich. Aber hier diese Bucht finde ich auch super sick. Finde ich, sieht mega schön aus mit dem Eisberg da im Hintergrund. Da baut ja, glaube ich, auch jemand, wenn ich mich irre. Und da kann man auch einiges machen auf jeden Fall, so drumherum. Ihr könnt mir gerne Vorschläge schreiben, ich bin sehr offen. Ihr könnt gerne auch irgendwie was Vorgebautes als Screenshots oder sowas irgendwo schicken, am besten auf Discord oder auf Instagram. Ich glaube, wir werden auf Discord wieder einen extra Kanal, wo so Bauvorschläge und so weiter reinkommen, dann auch während den Streams. Aber ich freue mich sehr drauf. So letztes Crafttag war ich ja eigentlich fast gar nicht dabei, wegen Umzug und einfach viel Stress generell. Jetzt sieht gut aus eben, weil Charity-Projekt ist bereits beendet, einen Monat noch Zivildienst, dann ist das auch dann so. Ich freue mich. Wäre ein cooles Ding, glaube ich. Also ja, lasst gerne ein Like da für die erste Folge Craft Attack, weil es ein bisschen anders, die anderen Folgen werden anders sein, das ist jetzt halt, weil es die Aufnahmesession ist. Ich wollte halt wenigstens da dabei sein, wenn ich schon beim Stream start nicht dabei bin. Ich freue mich auf ein geiles Projekt und ich hoffe, ihr genauso. Damit machen wir es gut für die erste Folge, ne?